Hallo allerseits. Heute stelle ich euch von Revell die schwedische Vasa in 1 zu 150 vor. Viele kennen sicherlich auch den alten Airfix Kit, den es ja schon seit Ewigkeiten gibt. Der Bausatz hier von Revell ist relativ ähnlich, aber ja, im Detail gefällt er mir doch besser. Also zum Beispiel die Holzstrukturen und so sind besser wiedergegeben. Also ich möchte es bloß mal im Vornherein klarstellen, dass es eben nicht dasselbe Bausatz ist. Das Boxart ist sehr schön, das zeigt das Schiff relativ farbenfroh. Ich habe hier eine Broschüre aus dem Vasa-Museum, das habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft. Und hier sieht man praktisch eine andere Farbgebung mit dem, ja, hauptsächlich Blau und Gelb, eben den schwedischen Nationalfarben. Neueste Analysen am Wrack haben aber ergeben, dass das Schiff anders bemalt war. Eigentlich sehr farbenfroh und schon beinahe kitschig. Wir haben hier die ganzen Figuren und so weiter und auch hinten am Heck alles sehr, ja, übertrieben bunt bemalt war. Also gut, schauen wir mal rein in den Bausatz. Fangen wir mal mit dem Bauplan an. Der ist, wie man es so kennt von Revell, hier eben eine Geschichte zum Schiff, ist ja auch recht interessant in dem Fall. Das Schiff ist ja sozusagen auf der Jungfernfahrt schon gekentert, vermutlich aufgrund eines Konstruktionsfehlers. Also ist nicht mal richtig aus dem Hafen rausgekommen. Und ja, in den 60er Jahren waren wir dann in der Lage, das Schiff wieder zu heben und zu konservieren. Und jetzt gibt es in Stockholm das Vasa-Museum, wo man eben das Schiff in einem relativ guten Zustand bestaunen kann. Ja, ein paar technische Daten findet man hier auch recht interessant. Dann die üblichen Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen und eine Farbtabelle, die sich nur auf Revell-Farben bezieht. Hier dann ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen. Ihr seht, es ist relativ übersichtlich, aber die Gießäste als solche ist natürlich relativ groß. Dann geht's los mit der ersten Baustufe. Ihr seht, hier werden die Geschütze eingebaut im Rumpf. Ja, es sind auch einige zu verbauen. Dann das Deck. Und dann wird der Rumpf vervollständigt. Und dann die ganzen Kleinteile. Also ihr seht, sehr detaillierter Bauplan. Auch immer mit den Bemalungshinweisen parallel dazu. Finde ich auch immer ganz angenehm. Ja, schöne Deckdetails mit den ganzen Geschützen. Da wäre vielleicht auch interessant, ein paar Figuren dazu zu haben. Wobei das natürlich auch leicht ausarten kann. Ja, jetzt geht es hier los mit den ganzen Maschteilen. Ihr seht, die Wandens liegen hier als Plastikteile bei. Das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. Also ich persönlich empfinde es als Vorteil, weil die ganzen Schnüre machen mich wahnsinnig. Allerdings natürlich die Plastikteile nicht so schön detailliert. Das ist natürlich immer die Frage. Ja, sehr schön. Hier kommt natürlich noch die ganze sonstige Takelage dazu. Das ist natürlich auch relativ aufwendig, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen, von dem her ist es noch im Rahmen. Ja, dann die Segel. Nur die letzten Details. Beiboote liegen auch bei, das ist sehr, sehr hübsch. Hier, wenn man das vielleicht auf dem Diorama platziert, sieht das bestimmt ganz nett aus. Dann die ganzen Flaggen. Und hier dann geht es an die Bemalung.
Ja, das wird natürlich sehr aufwendig, ihr seht's. Braucht man ziemlich viele Farben hier. Aber ja, die ganzen Details hier, vor allem diese bunten Figuren, wollen ja alle farbenfroh bemalt werden. Und hier natürlich das Heckteil, das ist natürlich der Oberhammer. Ja, da kann man leicht einen Überblick verlieren. Da würde ich vielleicht empfehlen, mit dem Kugelschreiber immer hier abzuhaken, was man schon bemalt hat. Ansonsten verliert man da leicht einen Überblick. Ja, aber das sieht schon mal sehr interessant aus. Sicherlich eine Herausforderung, das ja so originalgetreu wie möglich zu bemalen. Abziehbilder liegen nur für den Ständer bei. In drei Ausführungen, Englisch, Schwedisch vermute ich mal und Deutsch. Hier noch ein Papierbogen für die schwedischen Flaggen. Ja, da gibt es eigentlich nichts weiter dazu zu sagen, außer dass es sauber gedruckt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob da Papier die beste Lösung ist, aber mir fällt jetzt eigentlich auch nichts anderes ein. Möglicherweise irgendwas mit Alufolie, aber wie kriegt man das dann wieder mit der richtigen Farbe hin? Naja, für meine Zwecke wird es reichen. Ich bin ja nicht der passionierte Segelschiffbauer. Des Weiteren finden wir hier so einen einzelnen Bändel. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür der ist. Müsste man den Bauplan genau abchecken. Und hier auch Seilmaterial für die Takelage. Das sollte mehr als ausreichend sein. Ich denke, da könnte man auch die ganzen Wanden selber erstellen, wenn man ja den Geduldsfaden hat dafür. Die Segel liegen hier als Vakuumteile bei. Sicherlich eine schreckliche Lösung für die Profis unter den Segelschiffmodellbauern. Ich finde es okay. Das Einzige, was hier stört, sind diese Dellen. Ihr seht, die gehen eigentlich nicht raus. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Vielleicht, wenn das Teil ausgeschnitten ist, entspannt sich das dann und man hat dann keine Dellen. Das ist aber auch nur eine Vermutung. Also auf jeden Fall das größte Fingerspitzengefühl gefragt, das schön auszuschneiden. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob man da irgendwie drauf verzichten kann und die Segel entweder eingeholt darstellt oder ganz weglässt. Das habe ich auch schon mal gesehen, wo einer die Wasa sozusagen auf einer Verlegungsfahrt gezeigt hat, von einer Werft in die anderen, bevor sie eben fertiggestellt war. Ja, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, ja, hier herumzukommen. Ich denke, Segel selber zu erstellen ist, was das mein Können übersteigt. Ich weiß nicht, wie ich das so angehen soll. Müsste man vielleicht mal recherchieren. Aber es kommt auch darauf an, wie die sich tatsächlich am Modell machen. Das kann ich jetzt eigentlich überhaupt nicht beurteilen. Hier die beiden Rumpfhälften. Ihr seht, sie sind doch recht happig. Ich finde, die Holz- und Nietenstruktur ist schon etwas besser wie bei Airfix. Allerdings ist hier die Aufteilung recht ähnlich von dem ganzen Bausatz. Aber insgesamt macht es doch einen etwas schöneren Eindruck, wie hier die Figuren und so. Das ist doch recht filigran hier. Innendetails sind leider keine vorhanden. Also wenn einer irgendwie das Deck abnehmbar darstellen will und ja, das Innenleben von diesem Schiff zeigen möchte, dann muss er da ziemlich heftig selber tätig werden und das selber bauen. Ja, dann nur Teile vom Rumpf und Deck. Ihr seht, die Beplankung ist hier eigentlich ganz in Ordnung. Nur eben diese Gitter könnten vielleicht irgendwie durchbrochen sein. Aber ich denke, den Maßstab
ist es vielleicht eh nicht so das Entscheidende. Der Guss ist jetzt nicht ganz perfekt, ein bisschen Flash ist vorhanden, das sieht man vor allem hier recht gut. Sollte aber kein Problem sein. Ich denke, jeder Modellbauer weiß, wie man mit Messer und Schleifpapier umgeht. Hier zwei Gießäste mit den Kanonen im Innenraum, zumindest den Lafetten und ja, den Masten. Also die Teile sind recht groß. Man muss natürlich schauen, dass sie auch sauber reinpassen. Aber Revell-Bausätze sind immer schon recht gut baubar. Zwar nicht perfekt, aber sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Ein bisschen eigenartig ist natürlich, dass die Lafetten hier ja, so tief gezogen sind. Aber man sieht es, glaube ich, von außen nicht so gut. Sollte ja so kein Drama sein. Hier die Gießäste mit den ganzen Kleinteilen, wie Geschützrohren und was sonst so anfällt. Also hier ist der Guss wesentlich besser. Da kann ich jetzt eigentlich überhaupt kein Flash entdecken. Ja, sieht doch ganz hübsch aus. Das sind wahrscheinlich dann die Kanonen, die aufs Deck kommen. Und die sind auch eigentlich ganz anständig detailliert für den Maßstab. Diese Gussarsten hält hier den Standfuß und die Beiboote und ja, die Heckpartie, die ich wunderschön finde. Ganzen Figuren und Wappen. Grandios. Und sicherlich auch eine Geduldsprobe, das zu bemalen. Zum Schluss noch die zwei Gießäste mit den Wanden. Das finde ich jetzt persönlich eigentlich ganz gut, dass man da nicht mit Fäden rumdoktern muss. Dafür, wie ihr seht, überhaupt keine Seildetails. Das sind einfach ja, glatte Streben. Also wenn man das ja, mit Metallfarbe bemalen würde, würde man denken, das ist ein Eisengerüst. Das ist natürlich nicht optimal, aber ich denke mal, für die meisten Gelegenheitsmodellbauer doch die bessere Lösung. Das ist immer was, was mich am meisten abschreckt an Segelschiffen: diese Wanzen und die Takelage. Weil da bin ich nicht so sonderlich geduldig damit. Aber hier, das ist eigentlich eine machbare Lösung und sollte den meisten Modellbauern eigentlich gut entgegenkommen. Alles in allem finde ich den Bausatz eigentlich ganz in Ordnung. Sicherlich nicht das Beste, was man jemals gesehen hat, aber ja, im Vergleich zum Airfix-Bausatz doch eine deutliche Verbesserung und ja, kann ich durchaus empfehlen, wenn jemand den Mut dazu hat. Denn ja, die Takelage und auch die Bemalung sind doch recht aufwendig. Das würde ich jetzt nicht gerade duldigen Anfängern empfehlen. Der Bausatz kostet so um die 30 Euro. Das ist eigentlich moderat. Ich denke, das Airfix-Modell kostet sogar etwas mehr, wenn es mich täuscht. So, ich glaube, den Wissbegierigen kann ich jetzt unmöglich den Blick hier in dieses Heftchen vorenthalten. Wie gesagt, das habe ich auf einem Flohmarkt gekauft, so ein Euro. Das scheint ja direkt aus dem Stockholmer Wasamuseum zu stammen. Hier geht es eben um die Geschichte des Schiffs und wie es gebaut wurde. Also alles sehr aufschlussreich, interessant und ja, das ist ja was, das kann man heute gar nicht mehr beobachten, weil einfach Schiffe so nicht mehr gebaut werden. Wirklich sehr informativ und interessant. Das Leben an Bord, sicherlich kein Spaß. Die Besatzung der Vasa.
bisschen was über Taktik, wie diese Schiffe benutzt wurden, Bewaffnung. Ja, und dann geht's los mit der Jungfernfahrt, auf der dann auch schon das Unglück geschehen ist. Ihr seht, die Vasa ist nicht sonderlich weit gekommen, vielleicht ein paar Kilometer, dann ja, ist es gekentert. Vermutlich konstruktionsbedingt, denn Gustav Adolf wollte noch ein Kanonendeck, was das Schiff natürlich höher gemacht hat und der Schwerpunkt etwas ungünstiger wurde. Dann geht es hier noch um die Bergung und Konservierung des Schiffes. Ihr seht hier tolle Einblicke wie eine Zeitmaschine eigentlich. Da haben sie sich wirklich große Mühe gegeben, das auch schön wieder herzurichten. Ja, das ist dieser Heckteil mit den schönen Wappen. Sehr schönes Schiff, ohne Zweifel. Die ganzen Figuren und auch die bunte Bemalung war natürlich auch, ja, Repräsentation. Heutzutage wird man das nicht machen. Ein Kriegsschiff soll ja zweckmäßig sein, aber ja, wenn man ein Schiff baut, das ja nach der Königsfamilie benannt ist und nicht nach dem Knäckebrot, dann muss es auch was hermachen. Da heißt es dann immer angeben. Ja, und hier noch was kurz über das Vasa-Museum und das war es dann auch schon. Die Abbildung wird natürlich sehr hilfreich sein. Wenn es um die Takelage geht, kann man sich sicherlich auch was abgucken. Falls man ein bisschen verwirrt ist vom Revell-Plan, weil das doch auch eine bisschen andere Ansicht ist. So, das war es auch schon wieder. Im nächsten Kit-Review-Video zeige ich euch das Neubaufahrzeug von Amusing Hobby in 1:35. Also Nomen ist Omen, Amusing Hobby, da könnt ihr euch auf was freuen. Man sieht sich im nächsten Video, euer Hamilcar Barkas.